herzlich willkommen zu einem neuen Flight Check auf dem YouTube-Kanal von What's Up Bike in Oberhausen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt dringend tun. Denn dann verpasst du keine neuen Videos mehr auf diesem Kanal. Heute haben wir ein Bike für euch am Start, welches der Bezeichnung Custom Bike alle Ehre macht. Als Grundlage für diesen Traum in Carbon dient ein 2022er Specialized S-Works Kenevo SL-Rahmen. Der Rahmen alleine ist ja normalerweise schon die Geilheit in Tüten, aber die ausgewählten Komponenten machen dieses Bike zu einem Unikat der Extraklasse. Super leicht, leistungsstark, reaktionsschnell, das sind die Eigenschaften des Kenevo S-Works. Grundlage bildet der voll Monocoque-Rahmen aus Fakt 11 M Carbon. Specialized bezeichnet ihn selber als Wunderwerk der Verbundwerkstoffkonstruktion und das mit Recht. Die Farbe des Rahmens trägt den etwas sperrigen Namen Gloss Carbon Black Satin Brush Dream Silver White. Werfen wir einen Blick auf die Geometrie. Diese lässt sich nämlich beim Kenevo SL anhand der speziellen Lagerschale und des Flipchips in der Kettenstrebe auf die persönlichen Bedürfnisse des Riders anpassen. Dank dem Sitzrohrwinkel von 76 Grad sitzt man sportlich, aber zentral auf dem Bike. Ein DET-Vorbau hält den Specialized Rovallenker mit 800 mm Breite. Abgeschlossen wird das Ganze durch DET-Griffe. Sofort fallen einem natürlich die TRP Evo Bremsgriffe in Bronze ins Auge. Sieht man nicht alle Tage, ist aber etwas ganz, ganz Feines. Kommen wir zum Antrieb. Viel sagen muss man hier wohl nicht. SRAM AXS XX1 Schaltung mit 12 Gängen und jeder Menge Spaß. Dazu noch eine optisch ansprechende Kette, die die Kassette und Kurbel und somit den Motor miteinander verbindet. Der Turbo SL Motor und der 320 Wattstunden Akku sind perfekt im Chassis integriert. Zusätzliche Power bekommt dieses Bike durch einen passenden Range Extender. Eine ausgezeichnete Lösung, wenn es mal wieder länger dauert. Als Display kommt die Specialized Mastermind TCU zum Einsatz. Sie bietet die perfekte Schnittstelle zwischen Fahrer und Bike und bietet allerhand Möglichkeiten der Konnektivität. Der Motor kann über die passende Mission Control App konfiguriert werden und während der Fahrt versorgt die TCU den Fahrer mit allen wichtigen Informationen wie Geschwindigkeit, Akkustand und mehr. Laufrädern setzen wir auf Specialized Roval Carbon Laufräder. Herzstück der Räder sind DT Swiss 350 Narben. Vor Durchschlägen schützt ein Cushcore Durchschlagschutz. Der Tubeless Umbau wurde mit Markov Ventilen abgerundet. Das Fahrwerk dieses Boliden besteht aus einer mächtigen 2022er Fox 38 Factory mit Grip 2 Kartusche und 170 mm Federweg in Orange. Kashima Coating, Air Volume Spacers, HSC, LSC, Float Airspring Technologie und so weiter und so weiter. Alles am Start, was man braucht und was der aktuelle Stand der Technik hergibt. Als Dämpfer ist ein aktueller Fox DHX2 Factory mit kraftvoller SLS Feder verbaut. Passend zur Gabel ebenfalls in Orange. Als Bremse kommt eine TRP Evo Bremse mit 4 Kolben zum Einsatz. Sie lässt sich gut dosieren und verfügt über 203 mm Bremsscheiben vorne wie hinten. Die Farbe Bronze ist eigentlich nicht alltäglich in der Szene und so macht die Bremse auch optisch echt was her. Wenn das Bike nicht gerade den Berg hinabschießt, sitzt unser Kunde ganz bequem auf einem SQ-Lab 60X Sattel. Als Sattelstütze fügt sich eine Fox Transfer Factory mit passendem Hebel optisch harmonisch ins Gesamtbild ein. Und jetzt bist du gefragt, gefällt dir, was du siehst und hättest du die gleichen Komponenten wie unser Kunde ausgewählt oder hättest du komplett andere Parts verbaut? Schreib es uns doch mal in die Kommentare. Wenn du auch mal Lust auf ein paar individuelle Anpassungen für dein Bike hast, dann melde dich bei uns. Wir beraten dich gerne und machen Träume wahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Euer WhatsApp.